Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mut zur Wahrheit ist das Motto von Kompakt. Und Mut zur Wahrheit haben Sie heute alle hier bewiesen, indem Sie sich zu unserer Veranstaltung durchgekämpft haben. Wir werden uns von diesem antidemokratischen Gesindel nicht den Mund verbieten lassen. Diese Leute meinen seit Jahren, sie könnten in Leipzig, aber auch anderswo, bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Aber wir werden Ihnen zeigen, dass Leipzig eine demokratische Tradition hat und wir uns nicht einschüchtern lassen. Diese Leute denken, sie würden irgendwie die linken Ideale verteidigen. Und sind doch einfach nur geschichtsvergessene Idioten. Es geht um die Zukunft der Familie. Als wir diesen Kongress angesetzt haben, wollten wir mal ein weiches Thema machen. Ein harmloses. Nie hätten wir uns vorgestellt, dass bei diesem Thema ein solcher Protest auftreten könnte, denn wer könnte gegen die Familie sein? Das ist eine anthropologische Konstante. Und Adenauer und Honecker haben dieselbe Familienpolitik gemacht. Auf der ganzen Welt, egal christliche Länder, westliche Länder, orthodoxe Länder, islamische Länder, buddhistische Länder, die Familie ist ein Wert. Nur diese kleine Minderheit denkt, sie könnte alles umschmeißen. Es ist ein Aufstand gegen die Biologie und deswegen wird er sich nicht durchsetzen. Wer im Ernst behauptet, es gäbe keine Männer und Frauen, zu Männern und Frauen würden wir nur gemacht und wir könnten unser Geschlecht nach Belieben bestimmen und auch wechseln. Wer diesen Unsinn glaubt, auch nach dem Blick in die eigene Unterhose, der muss verrückt sein. Aber das Problem, meine Damen und Herren, das Problem sind nicht diese wenigen Krakeler. Das sind ja kaum mehr als 100. Das Problem ist die Kollaboration der Staatsmacht. Was sich die Polizei heute erlaubt hat, ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wie viele Absprachen haben wir als Veranstalter mit den leitenden Polizeibehörden gehabt und mit dem Ordnungsamt? Wir haben von der Polizei die Zusicherung bekommen, dass diese Kundgebung draußen 200-300 Meter entfernt stattfindet. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Polizei hat diese Krakeler hier direkt vor die Halle gelassen, was Hausfriedensbruch ist, und die Polizei ist nicht dagegen eingeschritten. Das nenne ich einen Skandal. Aber es geht noch weiter. Unsere Leute, die in der Anfahrt sind, werden von der Polizei zurückgewiesen. Die Polizei hilft ihnen nicht aufs Gelände zu kommen. Sie weist sie ab, weil sie den Weg nicht wissen. Sie lässt sie ungeschützt durch die Menge durchlaufen, die randaliert. Die Polizei lässt die Querulanten und Demonstranten vor. Und unsere Leute, die angemeldet sind, unsere Veranstaltung, die rechtmäßig ist, wird mit Polizeigewalt torpediert. Eine Verkehrung von Recht und Ordnung, wie ich sie selten erlebt habe.
Wir haben hier Leute, die sind auf dem Weg zum Versammlungsort geschlagen, bedroht, gerempelt, bespuckt worden. Die Polizei ist nicht eingeschritten. Der schlimmste Fall ist die direkte körperliche Attacke auf unsere russischen Abgeordneten. Frau Misulina und Frau Narodschnitskaya sind getreten worden. Das heißt, russische Abgeordnete sind auf deutschem Boden nicht sicher, weil die deutsche Polizei nichts zu ihrer Sicherheit tut. Stellen Sie sich einen Augenblick vor, was die westliche Presse für ein Zinnober veranstalten würde, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter in Moskau auch nur ein Haar gekrümmt würde. Wir hätten kurz vor der Verhängung von Sanktionen eine richtige kalte Kriegsstimmung. Aber hier, wir werden Strafanzeige stellen, wir werden die Bundesregierung einschalten. Aber ich bin sehr skeptisch, was passiert. Denn offensichtlich sind ausländische Parlamentarier in Deutschland freiwillig, wenn sie sich für die Freiheit in Deutschland einsetzen. Ich mache mir besonders Sorgen, was Sie jetzt hören, ist natürlich auch illegal, die Polizei müsste einschreiten. Diese Demonstranten befinden sich auf privatem Grund. Das ist Hausfriedensbruch. Die Polizei müsste sie abdrängen. Die Polizei hat eigens zusätzliche Einsatzkräfte herangeführt, aber sie lässt sie hier gegen die Wände hämmern, ohne etwas zum Schutz zu unternehmen. Also, das sind deutsche Zustände 2013, aber vielleicht sind es auch speziell sächsische Zustände. Denn ich darf daran erinnern, dass wir hier eine Episode hatten, die nannte sich Sachsensumpf. Anfang der 90er Jahre, als in Fälle von Kinderprostitution und Kindersklaverei nicht nur reich betuchte Wessis aus den obersten Gesellschaftsschichten involviert waren, Immobilienhaie vorzugsweise, sondern eben auch Teile der sächsischen Justiz. Oder wenn Sie sich erinnern, als Leser von Kompaktmagazin, werden Sie das nicht aus den Augen verlieren, der Fall NSU. Wie tief ist das Versäumnis, die Kollaboration zwischen sächsischer Justiz, Verfassungsschutz, Polizei mit dieser rechten Terrorzelle, sodass man nicht am Schluss weiß, wer eigentlich wen gesteuert hat. Und ich fürchte, diese unheilvolle Kohäsion zwischen Verfassungsfeinden von rechts und von links und den Staatsapparaten in Deutschland und speziell hier in Sachsen, diese unheimliche Kollaboration können wir auch heute beobachten. Man fragt sich natürlich, warum das eigentlich harmlose Thema Familie solche Aggressionen anzieht. Ich glaube, wir haben mit diesem Thema, ohne es von Anfang an zu wollen, in ein Wespennest gestochen. Es ist gar kein weiches Thema, sondern es ist ein umkämpftes Thema in ganz Europa. Um Ihnen zwei aktuelle Beispiele zu nehmen. Am 1. August, am 1. Dezember, also in 8 Tagen, werden wir in Kroatien eine Volksabstimmung haben zur Familienpolitik. Gefragt wird ein einfacher, simpler Satz, nämlich: Sind Sie dafür, dass die Ehe in der Verfassung als eine lebenslange Verbindung von Mann und Frau definiert wird? Und zur Begründung schreiben die Initiatoren: Jedes Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Für dieses Referendum, das die kroatische Regierung verhindern wollte, haben sich in Kroatien 750.000 Bürger eingetragen. Das sind etwa 20% jeder fünfte der stimmberechtigten kroatischen Bevölkerung. Wir aber haben von der Sache, obwohl sie in 8 Tagen stattfindet, noch nichts gehört. Warum?
weil die Eurokraten, die in Brüssel und Berlin und anderswo regieren, Angst haben vor dem kroatischen Beispiel, vor dem Volk und dass das Volk über seine Schicksalsfragen selbst entscheiden möchte. Und in diesem Sinne ist Kroatien ein wichtiges Vorbild für den gesamten Kontinent. Das Volk entscheidet vielleicht nicht immer klug, aber es wird immer klüger entscheiden als die Regierenden. Und es ist allemal besser, wenn diese Fragen von unten durch das Volk entschieden werden, als wenn sie von oben, von der Regierung, wie in Frankreich bei Hollande, durchgepeitscht werden. Das ist undemokratisch. Liebe Politiker, hört endlich auf, in unserem Privatleben herumzupfuschen. Hört auf mit den Menschenexperimenten an Kindern und lasst das Volk in der Familienpolitik selbst entscheiden. Volksentscheid, ja, bitte auch in Deutschland. Ein anderer aktueller Punkt sind die Koalitionsverhandlungen derzeit zwischen CDU, CSU und SPD um die Bildung einer künftigen Bundesregierung. Auch da ist die Familienpolitik ein Brennpunkt. Etwa das Erziehungsgeld, lächerliche 100 Euro im Monat, viel zu wenig, aber die SPD würde es am liebsten ganz abschaffen. Oder dann eben die homosexuellen Ehe und das dazugehörige Adoptionsrecht. Eine Frage, wo Manuela Schwesig von der SPD schon gesagt hat, daran werden die Verhandlungen platzen, wenn die CDU nicht nachgibt. Und wo aber letzte Woche, am letzten Sonntag in der Bild-Zeitung, Volker Kauder, der Fraktionschef der CDU, immerhin gesagt hat, ich zitiere, die Ehe ist aus Sicht der Union die Verbindung von Mann und Frau. Den Begriff Homo-Ehe akzeptiere ich nicht. Es gibt gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Die Ehe als solche muss der Verbindung Mann und Frau vorbehalten bleiben. Das volle Adoptionsrecht lehnen wir ab. So Volker Kauder, letzten Sonntag in der Bild-Zeitung. Herr Kauder, wir hoffen, das ist ernst gemeint. Und wir hoffen, es endet nicht wie in anderen ehernen Prinzipienfragen der CDU, die in den letzten Jahren abgewrackt und abgestoßen wurden. Gott sei Dank haben sich gerade über die starke CSU viele neue Abgeordnete im Bundestag eingefunden. Auch viele junge Frauen sind zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Und denen möchte ich vor allem zurufen, liebe Bayerinnen, bleibt standhaft bei euren Überzeugungen, lasst euch nicht von Mutti einlullen und opfert nicht die Familienpolitik auf dem Altar eines Koalitionsvertrages mit der SPD. Im Grunde genommen sind die Positionen, die mehrheitlich auf der Konferenz heute vertreten werden, ungefähr ähnlich wie die familienpolitischen Positionen der CDU-CSU. Vor dem Hintergrund ist schwer verständlich, warum wir jetzt plötzlich als rechtspopulistisch bezeichnet werden. Soll es heißen, auch drei Viertel der CDU-CSU sind rechtspopulistisch? Was bedeutet der Ausdruck überhaupt? Man hat den Eindruck, es wird nach der Devise vorgegangen, kaum sagt einer ein kluges Wort, schon ist er Rechtspopulist. So wie es vor 20, 30 Jahren geheißen hat, kaum sagt einer ein kluges Wort, schon ist er Kommunist. Die Etiketten wechseln. Aber die Stigmatisierung ist immer dieselbe. Es sollen Leute, die kritische Fragen stellen und nicht einverstanden sind mit dem, was läuft, die sollen ausgegrenzt, diffamiert und an den Rand geschoben werden. Und das ist die Schweinerei, das ist keine offene Gesellschaft. Und ich appelliere an Sie alle, wie es ja auch unser Prinzip bei Kompakt von Anfang an ist, dass wir wegkommen von diesem ewigen Links-Rechts, von dieser politischen Gesäßgeografie des 20. Jahrhunderts
und dass wir beginnen, sachorientiert zu diskutieren, pragmatisch zu diskutieren, ohne Ideologie zu diskutieren und ohne Ansehen der politischen Herkunft einer Person. Auf Augenhöhe. Ebenso seltsam ist es, wenn uns einige, nicht nur die da draußen, sondern auch in den etablierten Medien vorwerfen, wir würden eine Konferenz gegen Homosexualität veranstalten. Haben diese Leute unsere Texte überhaupt gelesen? Das Gegenteil ist wahr. Wir verteidigen die Homosexualität, wir verteidigen den erreichten Stand der Liberalität und der Vielfalt in dieser Gesellschaft. Und wir sind froh, dass die alten Zeiten, wo die Schwulen diskriminiert und in Gefängnis gesteckt wurden, dass diese Zeiten vorbei sind. Ganz klar. Aber dennoch. Niemand will doch dahin zurück. Aber dennoch muss sich doch eine Gesellschaft mit dieser demokratischen Entwicklung wie der deutschen, dem steilen Absturz der Geburten, da muss ich eine Gesellschaft fragen, der Staat muss sich fragen, jeder Einzelne muss sich fragen, müssen wir vor dem Hintergrund nicht den Verfassungsgrundsatz des besonderen Schutzes von Ehe und Familie endlich wieder mit Leben füllen und durch geeignete Maßnahmen verstärken, wenn wir nicht einfach verschwinden wollen? Nur aus der biologischen Verbindung von Mann und Frau entsteht neues Leben und damit die Zukunft für ein Volk. Und nur wenn wir es schaffen, die sexuelle Umerziehung alias Gender Mainstreaming zu bannen, wenigstens im Bereich unserer Kinder und Jugendlicher, und nur wenn wir auf diese Weise erreichen, dass die Verunsicherung dieser jungen Menschen gestoppt wird, sodass sie stabile Charaktere ausbilden können, stabile Ichs ausbilden können und stabile Partnerschaften ausbilden können. Nur dann werden wir die Singlisierung und die Atomisierung des ganzen Volkes verhindern können. Ich bekomme gerade einen Zettel, dass die Polizei begonnen hat mit Verhaftungen der Gegendemonstranten. Ich kann nur sagen, reichlich spät. Reichlich spät. Wenn hier im Saal Plätze frei sind, wir haben genauso viele Stühle aufgestellt, wie wir Anmeldungen hatten und Karten verkauft haben. Diese frei gebliebenen Stühle sind die Leute, die nicht durchgekommen sind. Dank der Passivität und des zu späten Eingreifens der Polizei. Vielen Dank, Freistaat Sachsen. Ich will noch mal zurückkehren zum Druck, der auf diese Konferenz ausgeübt worden ist und der ja heute nur seinen Höhepunkt hatte. Wir haben seit Wochen Versuche, diese Veranstaltung zu verhindern. Wir hatten zunächst Druck auf den Vermieter dieser Räumlichkeiten, das Globana Trade Center, damit die uns den Mietvertrag kündigen, was wir Gott sei Dank mit juristischen Mitteln verhindern konnten. Und dann hatten wir im nächsten Schritt eben das Vorgehen, die direkten Drohungen gegen einzelne Referenten, in Sonderheit gegen Eva Herrmann. Da wurden Drohungen ausgesprochen, direkt an die Privatadresse, direkt über private Kommunikation. Und mit Rücksicht auch auf ihre Familie musste Eva Herrmann deswegen schweren Herzens absagen. In einer Erklärung, die wir auch nachher vollständig hier abspielen werden, schreibt sie unter anderem: An allererster Stelle steht der Schutz meiner eigenen Familie. Zu viel haben wir alle in den zurückliegenden Jahren mitgemacht. Und weiter schreibt Frau Herrmann: Durch die letzten einseitigen und hetzenden Presseveröffentlichungen
melden sich immer wieder politische Gegenspieler in Leipzig an, die mir dies auch mitteilen. Sie drohen vor allem mit Eskalation. Ich lehne Gewalt ab. Es ist ein trauriger Zustand, dass derjenige, der Gewalt ablehnt, wie wir alle und Frau Herrmann, zurückweichen muss vor Gewaltdrohungen, weil der Staat die freie Meinungsäußerung nicht mehr gewährleisten will. Das sind Tiefpunkte der politischen Kultur in diesem Land. Kompaktmagazin steht für die offene Debatte, die diese Leute draußen verhindern wollen. Deswegen haben wir frühzeitig zwei Vertreter der Kritiker und des Bündnisses, was draußen sich versammelt hat, eingeladen, hier auf das Podium ihre abweichende Position darzustellen. Und zwar haben wir eingeladen persönlich Herrn Ansgar Dittmar von der AG Schwule und Lesben in der SPD und Mitglied des SPD-Parteivorstandes und den Chefredakteur des Internetportals queer.de, Herrn Norbert Blech. Der eine hat gar nicht reagiert auf unsere Anfrage, obwohl ich ihm hinterher telefoniert habe, zusätzlich. Und Herr Blech hat abgelehnt. Warum wollt ihr nicht diskutieren? Ihr glaubt doch, ihr habt die besseren Argumente. Die Lage ist doch so, wir haben in der Bevölkerung ungefähr zwei gleich starke oder ähnlich starke Blöcke. Ich will nicht urteilen, welcher stärker ist, aber sie sind beide stark. Der eine Block ist für die traditionelle Familie in der bisherigen Form, wird parteipolitisch vertreten von der CDU/CSU und findet sich auch heute auf der Konferenz wieder. Der andere Block möchte die Erweiterung von Ehe und Familie Richtung homosexuellen Ehe und Adoptionsrecht auf diese Richtung. Wenn diese beiden Blöcke nicht miteinander diskutieren, sondern der Revolutionsblock die Änderungen wie in Frankreich gegen das Volk durch die Exekutive und durch die Machtvertikale einfach von oben nach unten durchsetzt, dann führt es zu Gewalt, wie man ja in Frankreich gesehen hat. Und genau das wollen wir in Deutschland verhindern und deswegen laden wir zum Dialog ein. Aber was sollen wir machen, wenn die anderen nicht kommen und lieber draußen randalieren mit Hilfe der Polizei? Da sind wir am Ende mit dem Latein und da sind wir auch aufgefordert, unsere Position stark zu machen. Und unsere Position ist stark. Denn eines gehört auch zu den Prinzipien von Kompakt, dass wir eine Stimme für die schweigende Mehrheit sein wollen. Das heißt, wir wollen diese Positionen abbilden, von denen wir wissen, und Sie alle auch, dass sie der Nachbar, der Kollege, die Freundin auch vertritt, aber seltsamerweise in den Zeitungen nicht mehr vorkommen. Die sollen in Kompakt vorkommen. Wir haben heute sehr viele Pressevertreter, die bei der Konferenz sich angemeldet haben. Ich wünsche mir, sie sind durchgekommen und nicht von den Demonstranten auch verschreckt oder vertrieben worden. Wir freuen uns über das Presseecho. Aber wir wissen natürlich auch, wie viel Unsinn die Presse im Vorfeld geschrieben hat. Nicht alle, aber die meisten. Also unsere Versammlung wurde als rechtspopulistisch dargestellt. Das gegnerische Bündnis, das sich selbst als linksradikales Queer-Bündnis bezeichnet, wird dagegen mit Ausdrücken wie Betroffene oder homosexuellen Organisationen relativ neutral und freundlich dargestellt. Sie können diese Berichterstattung so fortführen, auch von der heutigen Konferenz. Sie können Sätze aus dem Zusammenhang reißen oder uns das Wort im Mund herumdrehen. Aber eines müssen Sie wissen, liebe
Kolleginnen und Kollegen von den etablierten Medien. Wir haben nichts dagegen, wenn Sie das so machen. Aber Ihre Leser haben was dagegen. Ich weiß nicht, ob der Kollege von der Leipziger Volkszeitung schon da ist, hier das führende Blatt in der Region mit einigen hunderttausend Auflage. Die haben in den Vortagen auch relativ despektierlich über uns und unser Anliegen berichtet. Und darunter gibt es Leserkommentare. Erstens sind viele gelöscht, da weiß man nicht, was da drin steht, kann sich's aber denken. Von denen, die noch übrig sind, 90% auf unserer Seite. Sie können diese einseitige Berichterstattung gegen die schweigende Mehrheit des Volkes fortsetzen und es wird Ihnen ergehen, wie der Financial Times Deutschland und der Frankfurter Rundschau und anderen ehemals stolzen Flaggschiffen. Sie werden Ihre Leser verlieren und wir werden sie bekommen. Kompakt hat seine Auflage in den letzten 2 Jahren verdreifacht und seit unserer Konferenz letztes Jahr verdoppelt. Weil wir den Mut zur Wahrheit haben und weil wir das schreiben, was andere nicht schreiben dürfen, und das werden wir auch fortsetzen. Angesichts der ganzen Einschüchterungen, die wir nicht erst seit heute erlebt haben, sind wir umso glücklicher, dass wir doch wieder hochkarätige Referentinnen und Referenten aufbieten konnten. Insbesondere freue ich mich, dass 2/3 der Vortragenden Frauen sind. Das ist doch eine Frauenquote, von der SPD und Grüne nur träumen können. Wobei unsere Referentinnen ihren Erfolg nicht der Quote verdanken, sondern ihrer Intelligenz und ihrer Ausstrahlungskraft und ihrem Mut. Die deutschen Gäste sind zum Teil noch unterwegs, wie Thilo Sarrazin. Deswegen möchte ich mit den ausländischen Referenten beginnen, die wir wieder erreichen konnten, einladen konnten mit Hilfe unseres Partners aus Paris, des Institut de la Démocratie et de la Coopération. Es ist wichtig, diese Kooperation zwischen Deutschen, Franzosen und Russen, weil wir sonst im deutschen Moostopf versinken. Wir müssen diese Tristesse überwinden. Durch den Blick auf andere Beispiele, Kroatien habe ich vorhin genannt, Frankreich wird nachher kommen, Russland wird nachher kommen. Es ist anderswo besser in vielerlei Hinsicht und davon sollten wir profitieren. Ich darf ganz herzlich begrüßen aus Frankreich die bekannte Publizistin Béatrice Bourges, eine der stärksten Stimmen in der Volksbewegung gegen die homosexuellen Ehe. Bitte kommen Sie schon mal auf die Bühne. Béatrice Bourges ist für den Innenminister Frankreichs die gefährlichste Frau der Nation. Wörtliches Zitat. Obwohl doch offensichtlich ist, dass sie nur mit den schärfsten Waffen einer Frau kämpft, nämlich Intelligenz und Eleganz. Herzlich willkommen, bienvenue, Béatrice Bourges. Hochkarätig sind unsere Teilnehmerinnen aus Russland, noch hochkarätiger als letztes Jahr.
nämlich die Vorsitzende und Vizevorsitzende des Familienpolitischen Ausschusses der Duma, Jelena Misulina und Olga Batalina. Sie haben federführend an der Ausarbeitung der neuen Gesetze zum Schutz von Familie und Jugend in Russland teilgenommen und werden deswegen von den Antidemokraten da draußen besonders angegriffen. Ich entschuldige mich ausdrücklich bei Ihnen, verehrte Abgeordnete, für diese aktuellen deutschen Zustände, die anhaltende Desinformation, die die amerikanisierten Medien über Russland verbreiten und insbesondere die Angriffe auf Sie persönlich, Frau Misulina, nicht nur im Internet, sondern vor Ihnen eben auch besonders empörend körperliche Angriffe. Es ist eine Schande, eine Niedertracht. Es ist doch wie im Kalten Krieg. Diese Leute da draußen denken, sie seien Linke, aber sie verhalten sich wie die kältesten Krieger in den 80er Jahren, die in Westdeutschland jeden sowjetischen Politiker und Diplomaten angegriffen haben. Diese Zustände bekommen wir, aber mit den Sturmtruppen von links. Wir sind jedenfalls froh, Frau Batalina und Frau Misulina, dass wir von Ihnen Informationen aus erster Hand bekommen. Und wir, schon im letzten Jahr auf unserer Konferenz, sind uns einig über die Lehre aus der Geschichte, Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Herzlich willkommen, Spasiba, Jelena Misulina und Olga Batalina. Diese Konferenz wäre nicht zustande gekommen, ich habe schon angedeutet, ohne die zwei Führungspersönlichkeiten unseres Partners IDC in Paris. Die Präsidentin kennen Sie bereits von unserer Konferenz aus dem letzten Jahr, Natalia Nautschnitskaja, langjährige Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses der Duma und beim letzten Wahlkampf im Stab von Wladimir Putin. Begrüßen Sie mit mir die leidenschaftlichste Rednerin zwischen Lissabon und Wladiwostok, Natalia Nautschnitskaja. Und last not least, unser brillanter Mitorganisator John Laughland, der Direktor des IDC in Paris, Publizist, angesehen in Großbritannien, unter anderem früher für den Spectator und hervorragender Experte für das Völkerrecht. God save John Laughland. Herzlich willkommen. Mit einem solchen Publikum und solchen Mitstreitern bin ich optimistisch für die Zukunft der Familie, für die Zukunft Europas und für die Verteidigung der Meinungsfreiheit. Kompakt jedenfalls, das verspreche ich Ihnen und darauf gebe ich Ihnen mein Wort, wird nicht weichen und nicht wanken und keinem Druck nachgeben. Wir werden weiter aussprechen, was ansonsten tabuisiert wird. Wir werden die Stimme des Volkes und der heimlichen Mehrheit sein. Und wir werden den Mut zur Wahrheit weiter beweisen. Mit ihrer Unterstützung werden wir
das Medienmonopol aufbrechen und die Gleichschaltung der Medien durchbrechen. In diesem Sinne wünsche ich der Konferenz einen guten Verlauf. Den Mutigen gehört die Zukunft. Glück auf!